Der Markt ist stark. The Bulls are back in town, habe ich gesagt. Insofern, also alles in Ordnung. Es sieht super aus, zumindest mal aus bullischer Sicht. Ich selber bin da gar nicht so begeistert. Mir ist das als Händler nämlich streng genommen ganz egal, in welche Richtung es geht, solange es klare Zeichen gibt. Und der DAX, der spricht gerade aktuell nicht so schlechte Zeichen, nämlich auf der bullischen Seite. Wir sehen das hier mit dem Gap nach oben sogar das Ganze nochmal unterstützt. Die Aufwärtsrichtung ziemlich stark, also alles Barbene. Es sieht also so aus, als ob es noch nicht der letzte Tag wäre, nämlich das, was hier einige als Schock so nach dem Wochenende damit erlebt haben. Oh Gott, es geht hier ziemlich zügig nach unten. Das ist alles wieder wettgemacht. Das ist nicht bedeutend, dass der Markt jetzt explodieren muss und 15.000, 20.000, was weiß ich, oder 30.000 beim Dow Jones jetzt zwangsläufig sind. Aber im Moment ist das Bild wieder bullisch verschoben. Was wir jetzt brauchen, das ist nur noch eine typische Retracement-Situation, ein typisches Rücksetzen des Marktes. Könnte so in der Form aussehen. Ob das jetzt sofort stattfindet, das ist natürlich geraten. Allerdings gibt es ja erste Anzeichen durch das, was der Markt hier gezeigt hat. Also ein klassischer Rücksetzer, tun wir mal so, als ob er tatsächlich jetzt startet und hier das Hoch tatsächlich zum Liegen kommt, wäre ja die klassische so 50, 61, 8er Zone in etwa, also sowas in der Art, das wäre eigentlich mega. Deshalb, liebe Bären da draußen, guckt mal, ob ihr den Markt nicht ein bisschen runterbringt, seid aber nicht übertrieben aggressiv, sondern guckt, dass es so wackelig ist, dann hätten wir nämlich eine ganz gute Situation, um die Long-Seite hier tatsächlich zu spielen. Dafür würde vieles sprechen. Der Dow Jones sieht da ziemlich ähnlich aus. Gucken wir mal hier auf den Future-Kontrakt, ist allerdings mit dem CFD genau gleich. Allerdings hier als Basis, auch gerade für die Institutionellen, eigentlich eine ganz gute Vorlage. Da haben wir jetzt eben auch schon diese Rücksetzer-Situation. Allerdings, da ist noch ein gutes Stück zu leisten. Und möglicherweise bedeutet das, dass der Markt heute, wenn dem tatsächlich so sein sollte, wohl eher etwas mehr Schwäche zeigen sollte. Aber kein Wunder und auch kein Drama nach dem Anstieg, den wir hier nach dem Wochenende bisher hatten. Das war ja allererste Sahne. Wenn der Kurs jetzt korrektiv nach unten kommt, würde das Ganze ja eigentlich perfekt ins Bild passen. Auch insoweit, dass wir sehen, dass die längerfristige Aufwärtsbewegung hier jetzt der gesamte Dezember letzten Jahres noch hier ABC so runter hier getriggert, das haben wir hier nochmal so angedeutet, ja eigentlich auch indiziert, na, da geht doch noch ein bisschen was nach oben. Also eigentlich stimmig. Aber ob es jetzt wackelig runterkommt, das gilt es tatsächlich abzuwarten. Das wäre viel zu früh zu sagen, das muss exakt so passieren. Die Chancen dafür sind aber nicht ganz klein und deshalb mein Fokus in diesem Video eben genau darauf. Heute sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten, nochmal am späteren Nachmittag 16 Uhr, also nach Börseneröffnung, gibt es den ISM Non-Manufacturing PMI. Das ist der Einkaufsmanager-Index für die Service-Dienstleister, doppelt gemoppelt, also für den Servicebereich. Er wird stärker erwartet als zuvor. Insofern eigentlich eine positive Ausrichtung. Sollte es davon abweichend was geben, hat das sicherlich stärkeren Effekt. Was nicht ganz ohne ist, ist heute Nachmittag um 14.30 Uhr, vielleicht so ähnlich zur Veröffentlichung dieses Videos, ich weiß noch nicht ganz genau, wann es rauskommt, das ist die Handelsbilanz hier aus Amerika, eigentlich aus meiner Sicht völlig zu Unrecht nur mit einer 2 hier betitelt. Das ist generell immer so ein Standard, wie wichtig so ein Titel ist. Also eine Information ist in dem Fall die Handelsbilanz aus Amerika, aber nicht ganz unwichtig, vielleicht nicht so sehr wegen der Zahlen, sondern eigentlich mehr, weil wir alle wissen, dass Trump genau solche Zahlen im Fokus hat, auch im Streit gegen China und natürlich auch im Wettstreit mit seinen Widersachern in Sachen Wiederwahl. Insofern müssen wir damit rechnen, dass das Handy ziemlich locker sitzt und der eine oder andere Tweet heute noch daraus kommt. Also insofern vielleicht das Ganze sogar noch relativ wichtig und möglicherweise daraus resultierend eine Bewegung. Also aufgepasst und entsprechend die Stops auch gesetzt. Ansonsten kann man sagen, wir haben heute im Trade des Tages hier auf finanzmarktwelt.de Gold auf dem Plan. Ich habe hier mal eine Skizze, ich will das gar nicht so sehr vorwegnehmen. Einfach mal selber angucken, was wir dazu mal als Vorbereitung haben. Aber wir sehen schon, dass der Markt hier eigentlich ein ganz interessantes Muster abläuft. Insofern eigentlich ganz spannend. Aber wie gesagt, es ist ja eh kostenfrei. Einfach drauf zugreifen und mal selber durchblättern. Da kann man das dann sehen. Ich will dieses Video auch nicht ganz so lang machen. So, in diesem Sinne erstmal alles Gute für heute. Es bleibt spannend. Es ist super. Ich freue mich so sehr, dass der Markt wieder voll da ist und dass wir wieder Spannung, Spaß und hoffentlich Erfolge an den Märkten haben werden. Ich drücke die Daumen, dass das für uns alle zutrifft. Bis zum nächsten Mal.